Wir sehen übrigens heute die Samen für die nächsten Generationen. Das müssen wir auch mitdenken. Herzlich willkommen bei den Base Talks. Ich bin Gerhard Moser und wenn dich die Themen Resilienz, Stressmanagement und Leistungssteigerung interessieren, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen bei den Base Talks hier auf FS1, der Radiofabrik und im Podcast. Ich bin Gerhard Moser und heute in Wien im Büro von Markus Betzel zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Markus, und danke, dass ich heute bei dir sein darf. Voll genial, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen auch bei uns, oben am 6. quasi. Das heißt, Dachausbau weit von oben ist gut für den Weitblick. Und ich freue mich auf eine ziemlich geile Session. Ich freue mich auch. Und wir sitzen ja da mitten im Zentrum von Wien. Ihr habt ja da eine super coole Location mit Wutzler, wie man so schön sagt, früher, und Sitzecke und so weiter. Also eine richtig coole Location, wo man kreativ arbeiten kann. Ne? Und du bist ja... Disruption ist so dein Kernthema, wenn man das so sagen darf. Da bin ich schon richtig gespannt, was wir da jetzt für Themen von dir erfahren. Und was ich so weiß, bist du ja Berater von vielen globalen Unternehmen im In- und Ausland. Vielleicht kommen wir dann später noch dazu. Gefragter Keynote-Speaker, was ich natürlich auch weiß. Und ich glaube, du sagst selber von dir, du bist ein wilder Hund. Und darum freue ich mich, weil du hast einen Leitspruch, disrupt or be disrupted, und ich glaube, das ist das Thema. Ich habe für dich heute die Themen mitgenommen, so Digitalisierung, Homeoffice. Wir haben jetzt fast 1,5 Jahre Pandemie. Für viele war es ja der Brandbeschleuniger in Richtung Digitalisierung und neue Arbeitswelten, Remote Leadership und so Themen auch wie Homeoffice und all diese Themen, die sich ja ganz viel verändert haben. Und du hast einmal in einem Vorgespräch zu mir gesagt, wenn du über Digitalisierung mit Unternehmen sprichst, dann sprichst du eigentlich zuerst einmal überhaupt über die Menschen. Mhm. Was meinst du da genau damit? Ich meine, wir sind ja mitten hineinkommen in einen Digitalisierungsboost, das eigentlich verrückt ist. Und man muss einmal davon ausgehen, dass die Digitalisierung zwar ein extrem geniales Tool für etwas ist und Technologie in Summe und so viele Dinge ermöglicht, aber es ermöglicht es uns Menschen. Das heißt, wir können was tun oder nicht tun. Es kann uns verlängern oder nicht verlängern. Es kann uns Möglichkeiten aufmachen, aber zum Schluss sind es wir, die das tun. Selbst wenn wir da manchmal an der Grenze sind, künstliche Intelligenz und so weiter. Aber der Punkt ist, zum Schluss geht es um Menschen, wenn wir jetzt Organisationen oder Unternehmen anschauen, geht es um Kultur, geht es um was wir tun, was wir nicht tun, ob wir mit dem mitkommen oder nicht mitkommen und ob wir es umsetzen wollen oder nicht. Und deswegen ist der Mensch so wichtig. Auch wenn es um Technologie geht oder um Digitalisierung geht und um all die Future Buzzwords, wo Disruptiv oder Disruption natürlich eins davon ist, zum Schluss ist es der Mensch. Und das wird, also ich sage dann immer dazu, das darf man nicht vergessen. Und oft haben wir es vergessen und dann müssen wir es wieder zurückholen. Jetzt hast du gesagt, wir haben jetzt einmal das Wort Disruption auf die Schnelle hier ins Gespräch geworfen. Das ist ein Kernthema. Was verstehst du da jetzt konkret drunter? Was ist Disruption für dich und wie bist du überhaupt auf den Weg gekommen, dass du jetzt einfach als Berater in dem Thema seit Jahren mit Willen, Global Player etc. unterwegs bist? Das Verrückte ist einmal, die Disruption ist schon immer da gewesen, die hat es schon immer gegeben. Das heißt, das ist ein Phänomen, das immer da war und irgendjemand hat es einmal beschrieben und wie er es beschrieben hat, dann ist es quasi zu einem Prinzip geworden, mit dem man nicht nur beraten kann, sondern einfach Phänomene erklären kann. Das heißt, da gibt es plötzlich etwas, das etwas besser, schneller, leichter kann als wie etwas davor. Das heißt, da löst was Neues, etwas Altes ab. Das heißt, es ist ein Umbruch. Der kann technologisch sein, der kann aber auch sozial in dem Sinne sein, dass wir Menschen was entdeckt haben, dass wir so besser können, als wie wir es vorher können haben. Das heißt, Disruption, sehr einfach gesagt, ist der Wechsel von was dann Alten hinein in was Neues. Und vor allem sehr oft durch Technologie getrieben, aber nicht immer. Ich bin ein Berater, der immer am Change war, der immer in der Veränderung war, weil natürlich sich die Welt verändert, hat sich schon immer gemacht, manchmal intensiver, manchmal nicht so intensiv.
Und ich habe mir mal die Frage gestellt, wie geht das? Was sind die Muster dahinter? Wie kann man von A nach B gehen? Wie verändert man sich dorthin? Wie kann man von einem Geschäftsmodell ins nächste gehen? Was passiert, wenn plötzlich ein Unternehmen verschwindet und der andere in den Markt reinkommt, weil das aus dem oder dem Grund kann? Und irgendwann war ziemlich klar, dass diese Umbrüche, die passieren, diese disruptiven Muster, eigentlich das Phänomen sind, an denen ich als in dem Sinne Change-Berater immer beraten habe. Naja, und dann war irgendwann klar, dass du draufschreibst, was du machst. Und man kann sich die Disruption sehr einfach vorstellen. Wir erzählen das dann immer, wenn wer fragt, wie macht man denn die sichtbar? Wir sagen dann immer, schau da zum Beispiel in einer Branche ein Bild aus sehr vergangenen Tagen an und der jetzige an. Und wenn diese zwei Bilder sehr eng aneinander sind, das heißt, da hat sich nicht viel getan, dann hat es keinen disruptiven Umbruch gegeben. Das heißt, das Auto hat noch immer vier Radeln und fährt noch immer. Jetzt hat sich zwar in dem Sinne der Antrieb leicht verändert, aber Autos sind relativ gleich geblieben. Wenn ich aber den Wechsel von einer Kutsche zu einem Auto anschaue, das heißt, dann merke ich, dass das Konzept, das komplette Prinzip sich sehr schnell geändert hat. Das heißt, vor gut 120 Jahren ist aus den Kutschen quasi das Automobil geworden, das Pferd ist aus der Gleichung rausgekommen, das ist disruptiv ersetzt worden. Das heißt, die Maschine, der Motor hat was besser können als wie das Pferd in dem Sinne. Und das war ein sogenannter disruptiver Umbruch. Und wenn man sich so die Geschichte anschaut, dann gibt es die, dann entdeckt man die an allen Ecken und Enden. Und mittlerweile sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo sehr viel Technologie da ist, wo es Möglichkeiten gibt, die es vorher nicht gegeben hat. Das heißt, wir sind in einem Zeitalter von sehr vielen sogenannten disruptiven Umbrüchen gelandet. Und da fängt das ganze Spiel an. Und da sind wir mittendrin. Und ich glaube, die Beschleunigung, wie die Dinge passieren, wäre nur immer schneller. Das ist, glaube ich, auch so ein spannender Punkt, den man beobachtet. Ne? Es wird gefühlt schneller. Übrigens haben wir uns darüber beschwert, dass es schneller wird. Das heißt, selbst wenn man historische Aufzeichnungen anschaut, haben sich die Leute beschwert, dass immer mehr wird, immer schneller wird und alle werden verkommen und die Jugend gigantisch oder so. Also es gibt diese alten Aussprüche. Wurscht, in welche Epoche man übrigens reingeht, kann man bis zu den alten Griechen gehen, gibt es immer diese Complaints und diese Beschwerden über dieses Zeitalter. Das werden wir nicht mehr lange aushalten. Anscheinend halten wir viel aus. Trotzdem ist diese Beschleunigung da. Die gefühlte Beschleunigung mit einer Überlastung, die wir da haben, zu einem Teil durch Technologie getrieben, zu einem Teil durch uns selber getrieben, aber die Maschine an sich wird natürlich leistungsfähiger und schneller und hat exponentielle Wachstumskurven hinter sich. Die Frage ist, ob wir Menschen auch exponentielle Wachstumskurven haben. In manchen kognitiven Prozessen haben wir die, sind wir schneller und in dem Sinne viel intelligenter als eine Maschine jemals sein wird. Aber es geht, was ist eine Geschwindigkeit, die man nicht nur aushaltet, sondern in der wir Menschen sein können und in der wir leben können. Aber wir wissen heutzutage, es wird nicht nur schneller, es wird ja immer mehr. Die Datenmengen werden mehr, das Wissen wird mehr, die Möglichkeiten werden mehr, die Signale, die auf uns einströmen, werden mehr. Es ist nicht nur ein schneller, es ist ein mehr, es ist eine Kombination aus mehr und schneller. Aber ich bin sehr optimistisch in dem Ganzen, weil der Mensch ist in dem Sinne ein unglaubliches Wesen. Und er ist zu Leistungen in dem Sinne fähig. Also das Schlimmere in meiner Meinung ist eine Unterforderung, es wäre Überforderung. Und trotzdem muss man aufpassen, sehr gut aufpassen. Menschen sind keine Maschinen und Maschinen sind keine Menschen. Definitiv. Und jetzt hast du zwei Stichworte gesagt, auch diese enormen Datenmengen und alles immer schneller und wie Disruption ja passiert, fallen mir einfach spontan Namen wie Google ein, Facebook etc., also sprich Silicon Valley, wo du ja auch hoch vernetzt bist. Und du hast einmal, glaube ich, auf deiner Homepage wo stehen gehabt, ne? Vorne ist der Silicon Valley, hinten ist Europa, ne? So ungefähr. Mit dem Blick, dass du beide Welten hast, sage ich jetzt mal, und da sehr vernetzt und sehr addicted da drüben auch bist, was sind für dich so die größten Unterschiede, sage ich jetzt mal, Silicon Valley, Amerika, großes Denken, Europa? Wo siehst du die Unterschiede, wenn du sagst, Silicon Valley ist vorne, Europa ist hinten? Jeder hat einmal so seine Stärken, das muss man mitnehmen. Allerdings, wenn es um Zukunft geht und wenn es um Innovation geht, dann hat Europa eine herausfordernde Situation. Nicht alle Teile in Europa, das heißt, es gibt in Europa durchaus Gegenden, die genialer auf diesen Punkten drauf sind. Aber wenn man sich das Valley einmal von oben anschaut, so als Soziotop, was dort möglich ist oder so, es ist nicht nur das Valley, es gibt in Tel Aviv solche Gegenden, es gibt verschiedene so Innovation-Zentren, wo das Valley halt eins davon ist.
Das Erste, was ich immer sage, es gibt dann so viele Initiativen, die in Europa das kopieren wollen, du scheiterst gnadenlos, weil das ist sehr tiefgehend. Das heißt, wenn man sich die Kultur zerlegen anfängt, dann hat man so Schichten, wie das Valley aufgebaut ist. Da ist die eigene Geschichte drinnen, da sind viele kulturelle Muster drinnen, das sind die Technologieunternehmen der ersten Stufe, die dort kommen sind, so in den 50ern und 60ern, war mal ein Obstanbaugebiet, ist es übrigens noch immer. Aber dann ist die NASA dort hinkommen, dann sind die großen Flugzeugbauer dort hinkommen, dann ist eine Kultur aus Ingenieuren dort entstanden. Die Söhne dieser Ingenieure haben die ersten großen Tech-Unternehmen in dem Sinne gegründet, wo so die erste Welle mit Chips und Co. entstanden ist, also dieses erste Bild vom Silicon Valley. Das ist wieder quasi eine Schicht, die entstanden ist, auf die Nächsten aufgebaut haben und die Nächsten wieder aufgebaut haben. Dann war dieses ganze Valley klarerweise völlig in der Krise. Das heißt, das wird übrigens regelmäßig alle 15 bis 20 Jahre einmal zu Grabe getragen, um dann wiederzukommen. Kann man sich übrigens in den europäischen Zeitschriften ja gut anschauen, kann man immer lesen im Economist oder so, das Ende vom Valley. Das geht dann immer so, alle 20 Jahre gibt es so eine Geschichte. Es hat sich ganz gut bewiesen, dass es innovativ bleiben kann. Dazu kommen sehr viele Geschichten, die mit dem Kopf zusammenhängen. Ich meine, das Valley und vor allem San Francisco, das ist auch eine Mindset-Geschichte. Das ist sehr offen, das ist sehr liberal dort. Dort sind die Beatniks als Vorgeschichte der Freiheit entstanden, so in den 50ern, 60er hinein, die ganze Beatnik-Literatur, auf die die Hippies aufgebaut haben. Das heißt, der Übergang von den Beatniks dann hinein in die Hippie-Kultur und in Summer of Love und all die Geschichten, die quasi dort stattgefunden haben, rein mit der wirklich bezaubernden Natur, die dort ist und natürlich auch mit der Verbindung ins Indianische hinein, mit einer gewissen Esoterik, die dort stattfindet, da baut sich einmal wirklich ein Amalgam auf aus Mindset, aus Technologie, aus einem Fortschrittsglauben, aus einer Beeinflussung aus der Natur heraus, was du machen kannst, aus Meditationsstilen, die hineinkommen, aus Späthippies, die hineinkommen. Und das ergibt ein kleines Wunderwerk. Und dieses Wunderwerk ist unkopierbar. Übrigens, wenn man sich in Europa sehr innovative Gegenden anschaut, die haben wieder ihre eigene Geschichte. Da gibt es auch ein paar Ingredienzien, die das dazu dem machen. Manchmal sind dort die Universitäten wichtiger, als wie sie im Valley sind, obwohl sie dort auch wichtig sind. Die haben natürlich zwei große, Stanford und Berkeley. Technologisch in dem Sinne ist halt Stanford ein bisschen mehr. Geistig ist vielleicht Berkeley mehr, wenn es dort ganz viele Sachen, bei AI ist Berkeley fast weiter, mit sehr, sehr überraschenden Dingen und so etwas. Das heißt, so eine Gegend wie das Valley, und jetzt auch im Vergleich zu Europa, sie kultivieren Innovation. Sie wissen, dass sie innovativ sind. Dieser Glaube und dieser Fortschrittsoptimismus ist halt dort bedeutend höher ausgeprägt. Aber eins ist entscheidend für alle Regionen. Und die gibt es in Europa auch. Du musst Städte haben oder Regionen haben, die offen sind. Die liberaler sind und die Gedanken und Fragen zulassen, die man aber anders gar nicht zulässt. Das ist einmal die Basis. Es gibt geile Studien, was innovative Orte von anderen unterscheidet. Openness ist eins davon und a liberal mindset ist das zweite. Spannend. Wenn du das jetzt so sagst, du hast jetzt erst auch gesagt, Valley hat Stärken, Europa hat Stärken. Wo siehst du die Stärken von Europa, wo siehst du die Stärken vom Valley konkret? Das Valley ist open-minded, ist enorm innovativ, ist skalierend, ist unglaublich schnell, ist unglaublich... dieses Valley-Mindset, das du hast, ist sehr euphorisch und technologiegläubig, nahezu technologiehörig und mit einem Ansatz der Weltverbesserung, aber klarerweise auf Technologie, wo es oft auch mit den Leuten dort durchgeht. Was ihnen in dem Sinne dann abgeht, ist ein eher reflektierendes Moment. Das heißt, dahinter zu hinterfragen, was man macht, machen zwar die Unis wie Berkeley oder so etwas, aber im Grunde genommen fährt dieses ganze Werk mit einer Geschwindigkeit und mit einem Fortschrittsglauben. Es ist unglaublich und das ist enorm ansteckend. Aber das Innehalten, das Reflektierende, das heißt, zu hinterfragen, was passiert, das ist natürlich dort weniger ausgeprägt. Das heißt, das Amerikanische haben wir eher so mit dem Kopf durch die Wand und wir tun. Und wir reflektieren dann, ob das gut war oder nicht. Wir Europäer haben ein reflektierendes Moment. Wir sind der Hort der Vernunft, auf dem bauen wir auf. Wir hinterfragen und brauchen für die Dinge länger. Das ist eine enorme Qualität. Da sind auch viele Denksysteme entstanden in Europa. Und wenn man sich mit Philosophie und so weiter beschäftigt, naja, das ist halt der Quell, der bei uns entstanden ist. Mhm. Allerdings hemmt uns das dann einmal hemmungslos zu sein und einfach mit uns durchzugehen. Das heißt, wir haben sehr viel Reflexion. Wir haben sehr viel in dem Sinne
einen rationalen Gedankengang auf etwas drauf, in dem das Valley halt, das fährt mit sich selber spazieren, im besten Sinne des Wortes. Übrigens eine Kombination von beiden oft ziemlich, ziemlich genial. Das war jetzt auch meine erste Intuition. Wenn ich es mal übrigens aussuchen würde, ich bin ein begeisterter Europäer, weil Europa selber als großer Gedanke ein liberaler Ort ist. In dem Sinne ein sehr offener, liberaler Ort. Ich habe meine Probleme, wenn es dann ein bisschen enger wird oder so etwas, aber wenn ich es mal aussuchen würde, dann würde ich gern den Geist und diesen Fortschrittsglauben und diesen fast blinden Optimismus gern kombinieren mit dem reflektierenden Moment von Europa. Das ist eigentlich eine geniale Geschichte. Das wäre eine gesunde Kombination, eine richtig gesunde. Ja, also so der Mix aus beiden Welten. Der Mix aus beiden Welten. Es gibt Orte, die das können. Aber sag Markus, du hast mir auch noch gesagt, zum Vorgespräch, eigentlich da drüben ein Milliardengeschäft vom Venture Capital ist halt dieses Ewigleben. Ne? Ja. Wo steht man da? Hast du da Einblicke für uns, für unsere Zuhörer? Wo steht man mit diesem Thema Ewigleben und Fortschritt? Weil es muss ja, so wie du auch eingangs gesagt hast, der Mensch mit dem ganzen Fortschritt und der Digitalisierung ja mithalten können, standhalten können. Und darum entwickeln die auf der einen Seite Technologie, technologisieren, auf der anderen Seite aber natürlich auch den Menschen natürlich. Es ist völlig verrückt. Also natürlich sind die stellen sich sehr hypertrophe Fragen, die stellen sich große Fragen, natürlich mit einer gewissen Naivität und natürlich mit dem, da ist nicht immer alles immer nur reflektiert oder so etwas. Und natürlich stellt man sich Fragen an Grenzgebieten, wo sich manche andere gar keine Frage stellen dazu. Zum Beispiel, indem man sich die Frage stellt, naja, warum müssen wir sterben? Jetzt, da wackeln gleich mal alle Glaubenssysteme. Das heißt, mit der Abschaffung, also mit einem ewigen Leben, wo viele Glaubenssysteme auf dem aufgebaut sind und dem technologisch zu begegnen, wackelt einmal automatisch circa jede Religion. Da wackeln ganz viele soziale Systeme, da wackelt unser gesamtes Gesundheitssystem. Aber sie stellen sich einmal dieser Frage. Und das heavy, die wirklich heavy Geschichte am ewigen Leben ist, wenn man sich so die Geschichte der Menschheit anschaut, die Frage war immer da. Und plötzlich hast du Technologien und Möglichkeiten, die zumindest in absehbaren Zeitraumen, ich sage mal 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, das Leben zum einen verlängern können, und zwar das gesunde Leben verlängern können, oder die Zeitspanne, die man tatsächlich quasi alt werden kann. Also nicht nur die durchschnittliche Bevölkerung wird in Summe älter, also die Medizin und die Hygiene verursacht, Gott sei Dank gebraucht, also gigantisch. Dass wir alle einen sehr langen durchschnittlichen Lebenszeitraum genießen können und den hoffentlich gesund. Sondern dort geht es darum, das Leben auf 110, 120, 130, 140, 150 Jahre oder gar nicht mehr zu sterben. Mit verschiedenen Zugängen. Da kommt jetzt Science Fiction, das heißt, was man oft aus Filmen kennt, das heißt die Digitalisierung von Leben. Du lebst digital weiter, ist verrückt, das gibt es in Science Fiction Filmen, in Hör oder in diversen anderen, wo plötzlich solche Dinge möglich wären. Aber das Zweite ist natürlich auch das Verlängern vom biologischen Leben. Durch verschiedenste Prozesse, durch das Rauszögern, naja, durch Technologien, die halt plötzlich kommen, die eher aus dem Biotech kommen. Und natürlich, wenn du völlig euphorisch bist, dann arbeitest du auf dem. Das heißt, dort gibt es wirklich in dem Sinne Damen und Herren, die davon ausgehen, dass sie nicht mehr sterben werden. Wir wissen nicht, ob sie den Beweis liefern oder nicht, aber sie diskutieren auf dem. Und jetzt kommt der Unterschied. Bei uns diskutiert keiner. Bei uns hinterfragt man, ob man sich die Frage überhaupt stellen darf und geht das überhaupt? Und man sieht sofort einmal die Schattenseiten. Es gibt da Schattenseiten und es gibt da Lichtseite. Es gibt beide auf denen. Und das Geniale ist, wenn man beide ausleuchtet. Das heißt, in der Technologie sagt man auch die Risikofolgen von Technologie abschätzt. Das ist einmal die eine Seite, aber auch die zukünftigen Möglichkeiten und den Optimismus und das Potenzial, das da drinnen ist, abschätzt und so etwas das zu tun. Und beim ewigen Leben ist ein verrücktes Feld. Du kommst hin, redest mit Leuten und die sagen, unser neues Geschäftsfeld ist ewiges Leben. Die ethische Frage auf dem ist, wer kann es sich leisten? Im Moment kostet es einmal viel Geld. Zumindest einmal der Traum davon. Kann man sich schon über, ist verrückt, kann man abonnieren, über Abo angeboten kriegt. Bitte tu das. Also screen die jährlich und da kommt eine DNA-Analyse dazu und einmal im Jahr quasi ein Gesundheitscheck und dann gibt es in dem Sinne probiotische Eingriffe bei dir. Das heißt, dass du der Ernährung auf was umstößt, dass du Zugänge zu etwas kriegst und so etwas, du steigst ab 2000 Euro im Monat ein, das sie versprechen da 10 Jahre. Wissen wir nicht, ob der Beweis erbracht wird.
Aber sie gehen davon aus, dass die nächsten Stufen noch ein bisschen mehr sind. Und das ist jetzt nicht irgendwie so Hokuspokus und ein bisschen unfundiert und da verkauft man mal was. Da sind die Damen und Herren drinnen, die die DNA entschlüsselt haben. Das heißt Craig Venter, das waren Leute, die so im ersten Genomprojekt quasi drinnen waren. Da passiert was. Übrigens nicht nur im Valley, man kann sich die Unternehmen auch in China anschauen. Das heißt, dass China gibt es ein Institut, das war der chinesische Aus der Entschlüsselung, war ein weltweites Forschungsprojekt. Die sind sehr weit bei dem, die bieten ähnliche Modelle bereits an. Und sagen, ah, du wirst dein Leben verlängern, das ist der Individual Paced Medicine und solche Dinge, die dein Leben verlängern. Verrückt. Unglaublich spannend. Sag, was mir sofort in den Sinn kommt, du hast ja gesagt, die einen, der Europäer stellt sich ja gewisse Fragen gar nicht. Ne? Mhm. Reflektierend, wenn du so an Zuseher, Zuhörerinnen bei uns denkst, was kann man so als Take-Home-Message eigentlich aus dem, was du da erlebt hast, mitnehmen in den Alltag und für sich selber ja, integrieren oder einmal Glaubenssätze aufbrechen für sich selbst? Was sind da so Sachen, deiner Meinung nach? Der Fortschritt geht immer weiter, Gott sei Dank, weil sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt wären. Viele gehen davon aus, dass es immer schlechter wird. Das heißt, es ist aber ein mediales Bild, das entsteht. Tatsächlich wird es besser. Wir haben jede Menge Challenges. Da fängt Climate Change an, da fängt unsere Gesundheit an, wir haben Unterernährung. Wir haben so viele Probleme, wir haben Migration, die wir lösen müssen. Aber wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, ist es ein unglaublicher Fortschritt und der Erfolg. Wir werden länger älter, wir sind länger gesund, wir haben immer weniger Krieg, das glaubt nur niemand. Das heißt, einer der besten Geschichtsprofessoren, einer der besten Historiker, der Steven Pinker, hat ein Buch geschrieben, das immer besser wird. Weniger Gewalt, weniger Krieg, weniger Tote, das glaubt nur niemand. Das, was ich jedem sagen kann, der Fortschritt geht weiter. Dass man optimistisch sein muss auf dem. Dass man neugierig sein muss, weil es gibt so viele Möglichkeiten, die entstehen. Tut. Und meine Learnings von dem sind, wenn man sich die lange Geschichte anschaut, es ist ein Wunder, dass wir selber sind. Es ist ein Wunder, was wir imstande sind, alles zu erschaffen und zu erfinden. Und dieses Wunder geht weiter. Und wenn ich im Silicon Valley bin und wieder zurückkomme, dann bin ich wie ein kleines Kind, dessen Augen streuen und der sagt, ich habe wieder ein paar Wunder gesehen. Ich habe schon die Schattenseiten auch gesehen davon. Mit denen muss man gut umgehen. Aber ich habe auch die positiven Seiten davon gesehen. Und ich sage dann immer, the future is faster than you think. Die Zukunft ist schneller, als wir glauben. Und die Möglichkeiten, die aufgehen, werden schneller da sein, als wir glauben. Und wenn man so Punkte gesehen hat, zukünftige Punkte, und die miteinander verbinden anfängt, dann sagt man, das wird für Unternehmen halt schneller sein, als man glaubt. Dann sage ich, und das ist dieser Spruch, den du ja zuerst gesagt hast, da vorne, da kennt sich keiner aus. Oder nur wer da vorne ist, der kennt sich dann aus, wenn man den Spruch umdreht. Wenn du neugierig genug bist und dich damit beschäftigst, dann hast du eine Vorstellung davon, was da vorne sein wird. Und dann fängst du gestalten an. Dann ist es nicht nur verblüffend und eine Überraschung, die kommt, sondern dann erkennst du, das wird sein und das wird sein und das wird sein. Und du freust dich über das, was da vorne kommen wird. Auf unternehmerischer Ebene sagst du, da kann ich ja mitgestalten. Das mein Unternehmen kann ich ja mal in diese Welt hineindenken und gestaltend in das reingehen. Ich kann eine Branche verbessern in diese Richtung. Ich kann mehr Menschen was geben, was sie vorher gar nicht gehabt haben zum Beispiel. Und das gebe ich dem Menschen mit, wenn ich aus dem Valley komme oder auch wenn ich aus Tel Aviv komme oder selbst wenn ich aus China komme, wobei viele Schwierigkeiten dort sind in der Diskussion und da mache ich mir auch schon meine Gedanken und meine Sorgen oder so etwas. Aber ich sehe jedes Mal eine Welt, wie sie sein wird. Und ich sehe extrem viele Menschen, die mithelfen, dass diese Welt besser ist als wie die davor. Und selbst wenn dort Menschen sind, die sagen, oder die es probieren, vielleicht unreflektiert zu machen, gibt es jemanden, der sagt, bitte schau mal in den Fleck rein und was wird das und wie geht man damit um? Selbst in der Diskussion, wenn es um künstliche Intelligenz geht, wir Europäer, und das ist vielleicht der Unterschied oder so etwas, wir diskutieren immer über die Folgen von künstlicher Intelligenz, aber große Systeme haben wir gar nicht. In den USA ist es spannend, weil sie die Systeme haben, und die Diskussion rund um Berkeley oder so etwas, auch das gewissenhafte Moment in dem Sinne, um die Folgen abzuschätzen, die aus dem herauskommen. Sie haben beides. Wir in Europa haben halt sehr oft eine Diskussion, die ist oft sehr dystopisch geprägt, die hat oft die Schattenwirkungen. Das heißt, wir sehen mehr den Terminator in solchen Diskussionen, als wie Lösungen für Probleme,
die wir leider in einem normalen Umfeld noch nicht geschafft haben und wo künstliche Intelligenz eine Lösung versprechen wird. Da fallen mir jetzt einfach spontan zwei Sätze, die ich aus europäischen Unternehmen kenne, die du wahrscheinlich, und da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, drüben nie hören wirst. Ja. Das haben wir schon immer so gemacht und das geht nicht. Das Klassisch. Wirst du da drüben nie hören, nehme ich an. Das wirst nicht hören? Das sind so absolute Killerphrasen, ne, für Entwicklung, oder? Du hörst schon auch, es ist ja Silicon Valley, da soll es abblasen, klarerweise. Dort hörst es relativ selten, aber du hörst es ja sonst überall. Da hast du dann andere Beschwerden oder so etwas, die dann da erzählen. Aber natürlich ist das bei uns so, dass du leider diesen Punkt hast, naja, das geht nicht und das haben wir ja schon und das wird nichts und klar. Für mich als Berater ist klar, das sind Muster, die sind ganz normal. Wir Menschen wollen uns nicht jeden Tag verändern und immer aufmachen. Der Bestand ist ja auch wichtig, einmal so zu sein, wie man halt ist. Und natürlich sind diese Muster, die da sind, wo wir als Berater helfen, mit denen umzugehen, die bewusst zu machen und zu sagen, ja eh, ist so, ist gut so. Aber natürlich gibt es die andere Welt auch, lassen wir sie mal rein, machen wir mal auf das Fenster, lassen wir mal Luft rein. Und dann erkennt man auf einmal, und dann erkennt man übrigens in den Unternehmen auch, dass eigentlich jedes Unternehmen, das erfolgreich ist, solche Muster in sich tragt, wo sie die Frischluft reinlassen haben. Meistens in der Gründung. Und wurscht, ob die vor 100 Jahren war oder vor 150. Da hat einer genau denselben Geist gehabt. Er war open-minded. Er hat nicht gesagt, das haben wir nicht, das geht nicht, das wollen wir nicht. Oder nicht, das hat nicht funktioniert. Dieses heiße Herdplattenphänomen, wie das in der Organisationsentwicklung heißt. Wir haben uns einmal die Finger auf der heißen Herdplatte verbrannt. Nie wieder hingreifen. Wir wissen ja, dass es heiß ist. Wir wissen noch nicht, ob diese heiße Platte das nächste Mal eingeschalten war. Das heißt, sie könnte ja auch kühl sein. Das ist in der Innovation ein riesiges Thema. Das heißt, wir hören das immer und wir wissen, dass es so ist. Und dann sagen wir, es ist so, wissen wir. Und gehen wir weiter. Das Spannende ist ja, ich meine, jetzt haben wir eine Krise im Abklingen, beschäftigt uns seit 1,5 Jahren. Mir fällt jetzt spontan ein, ich meine, Krisen sind ja immer Inkubatoren für geniale Veränderungen. Genial, ja. Nur so ganz kurz, dass wir das ganz kurz anreißen, wenn ich mir denke, so Bankenkrise 2008, Wirtschaftskrise. Zalando ist, glaube ich, da entstanden, wenn ich spontan weiß, du wirst vielleicht nur den einen oder anderen mehr wissen. Was denkst du so rückblickend jetzt die letzten 1,5 Jahre Corona-Pandemie, für was könnte das der Inkubator sein, der Brandbeschleuniger? Krisen sind immer Quellen vom Neuen. Und so wie du sagst, Zalando oder so Airbnb 2008. Mittendrin in einer weltweiten Krise und so. Krisen sind hart und schwierig. Das heißt, für viele sind das herausforderndste Zeiten. Und jetzt, wir sind jetzt in einer Krise, die wir uns nicht vorstellen hätten können, die schmerzhaft ist, die sehr viel Leid verursacht und aus der wir noch lange nicht draußen sind. Aber was passiert ist, diese Krise hat einen reflektierenden Moment, weil wir aus unserem Normalen rausgerissen worden sind und auf uns selber draufschauen in vielen Dingen. Und wir wissen übrigens schon, was nach der Pandemie die nächsten Herausforderungen sind. Climate Change ist nicht abgesagt. Diese Chance, die in der Krise steckt, auch in persönlichen Krisen selber, also Menschen, die durch etwas durchgehen, die ist da. Die Amerikaner haben natürlich im Grunde genommen ein sehr positives Bild auf die Krisen, auch wenn sie wissen, dass die Krisen enorm schwer sind. Die sagen, es ist posttraumatisches Wachstum, posttraumatic growth. Das heißt, du wächst aus der Krise heraus, wenn du begleitet wirst aus dem. Das weiß jeder, der in ein Trauma reingegangen ist, ob das im Krieg gewesen ist oder persönlich, wenn er lebensgefährliche Verletzungen gehabt hat oder in irgendeiner anderen Art und Weise traumatisiert worden ist. Wenn du weißt, dass ein Trauma ein Punkt für Wachstum ist, und wir haben ja gerade ein kollektives Trauma, das ist riesig, das haben wir noch lange nicht verarbeitet. Wenn man das aber positiv sieht, dann ist die Krise, in der wir gerade stecken, die Pandemie, ein kollektives Trauma mit vielen Dingen. Wenn wir das als Wachstumsstufe sehen, wenn wir es positiv bei all den Schmerz, der da ist, sehen und das moderieren können, dann wird es danach sehr viele Durchbruchspunkte geben, die davor undenkbar waren. Viele davon oder manche davon haben wir schon erlebt. Jetzt sagen viele, Mann, Wahnsinn, jetzt sind wir digitalisiert, meinen tun wir, wir haben jetzt viele Zoom-Konferenzen oder ähnliches, keine Digitalisierung, aber wir haben gelernt, wie das funktioniert, wo wir noch hinfliegen müssen und wo nicht, wo es einfach sinnlos ist, 4 Stunden im Auto zu sitzen, geht ja so auch. Und wir haben auch gelernt, was zwischenmenschlich halt wichtiger ist, so wie wir jetzt sitzen, das zu tun. Wir haben in der Krise gelernt, wo die Bildung steht und wie ein System sich changen kann oder nicht, wo die Grenzen sind. Eltern sind Lehrer geworden und Lehrer sind
oft sehr geniale digitale Lehrer waren und oft auch nicht. Wir sind an alten Technologien stecken geblieben, wo man probiert hat, daheim im Heimunterricht die CD-ROM reinschieben. Das gibt es nicht mehr, außer Schulsystem und das Ministerium, das in etwa solche Systeme verwendet hat. Wir haben Ämter gesehen, die klaglos gescheitert sind und dieser Pandemie nicht Herr geworden sind, weil sie oder weil man einfach gezeigt hat, dass diese Systeme umgebaut werden, wo die Ineffizienzen liegen. Wir haben eine Vorstellung davon gekriegt, wie Arbeitswelten in Zukunft sein könnten. Was ist Homeoffice, was ist nicht Homeoffice? Wir sitzen da wieder in einem Office. Wir haben aber trotzdem jeden Freitag Homeoffice und wahrscheinlich werden wir es uns erhalten. Das heißt, wir lernen, wie hybride Formen gehen. Das hätte man vorher nie gemacht. Das heißt, die Krise lehrt uns Dinge, sie zeigt uns was. Was diese Krise gemacht hat, ist, dass sie mit gnadenlosem Blick Systeme in dem Sinne transparent gemacht hat. Politische Systeme ist kein Zufall, dass jetzt diskutiert wird. Wir sehen die Umbrüche, das wird noch ein Nachspiel haben in Summe. Also nicht nur in Österreich oder so etwas, die politischen Systeme hier hinterfragt. Sind wir gut verwaltet oder nicht? Muss das wirklich so sein oder kann es nicht anders sein? Müssen wir so arbeiten oder nicht? Geht Schule so oder ganz anders? Und plötzlich kann man andere Diskussionen auf das drauf tun. Wir begleiten im Schulischen einen großen Player in Europa, der in der Schule involviert ist. Und wenn du jetzt mit Eltern sprichst und mit Lehrern sprichst, sagen die, das erste Mal nach 30 Jahren glauben sie wirklich daran, dass sich im System was verändern wird. Und in vielen anderen Systemen auch. Und wir sehen, was in der Automotive gerade passiert. Wir begleiten Teile von Volkswagen. Plötzlich werden Dinge möglich, auch durch die Krise, weil die Krise nämlich eins macht. Wir haben einen sogenannten Epochenwechsel. Das ist nicht nur die Finanzkrise. Die Finanzkrise war kein Epochenwechsel. Und wenn man sich so in diverse Banken wieder hineinbegibt, in die alten Banksysteme, die es wieder gibt, in dem Sinne uralt, Wahnsinn, ich muss gerade 4 Formulare ausfüllen, dass mein Steuerberater digital auf mein Konto zugreifen darf und die muss ich dann unterschrieben und gestempelt in die Bank bringen, so viel zu Banksystemen. Bundesstempelmarken nicht vergessen. Falls zu sehr und zu noch kennen. Rezepte jetzt. Ziemlich genial, kann ich an meine Apotheke per E-Mail schicken und so kriege ich von meiner Ärztin, ich hoffe, die Ärzte kommen, es wird in Zukunft auch so funktionieren oder muss ich wieder zurück und das abholen. Aber das, was euphorisch an den Systemen und was möglich ist und wo man nach vorne gehen können oder so, plötzlich gibt es Möglichkeiten, etwas zu tun und aufzugehen, weil es ein Epochenwechsel ist. Und der Epochenwechsel gibt da die Möglichkeit, ein Vorher und ein Nachher zu sehen. Und was ihm vorher zu lassen, vor Covid. Und wie schaut die Welt nach Covid aus? Ein Epochenwechsel werden wir zwar, den machen wir einmal im Leben durch. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass er so ausschaut und dass er so sein wird. Unsere Eltern und vor allem unsere Großeltern haben ihn durchgemacht. Wir sind Teil von einem Epochenwechsel. Und in einem Epochenwechsel kann man was hinten lassen und nach vorne was aufmachen. Und deswegen bin ich optimistisch. Es wird viele Umbrüche geben. Da bin ich auch absolut sicher. Und jetzt hast du diesen Epochenwechsel und so diese Durchbrüche in die Zukunft angesprochen. Wie denkst du mit dem, was man jetzt also sieht und was sich schon entwickelt hat? Ich sage jetzt New World of Working, ich mag dieses Wort eigentlich nicht so, aber so wie denkst du, schauen diese neuen hybriden Arbeitswelten aus? Wie kann sowas ausschauen? Zeichnen sie, so wie du sagst, schon Bilder ab, wenn man da an der Speerspitze sieht? Gibt es da schon Bilder von deiner Seite, in welche Richtung das jetzt einmal geht, in welche Stoßrichtung sich das entwickelt? Also es gibt jede Menge Moden und Trends. Es ist spannend, wenn man sich so Arbeitswelten anschaut. Einmal ist es ein Großraumbüro, so wie bei uns, dann geht es wieder kleiner zusammen, dann wird es wieder größer, dann wird es kleiner. Aber jetzt kommt die Digitalisierung in das rein. Jetzt kommt ein Konzept hinein, dass man die Arbeit da woanders vollbringen kann. Die Vorstellung davon war davor auch da, aber plötzlich hat man es für ein paar Monate gemacht. Mit all den Vor- und Nachteilen, die da sind. Hat man den Space zu Hause oder hat man den nicht? Wie kann man das mit der Familie vereinbaren und wie nicht? Gibt es ungestörte Räume? Greift dann der Arbeitgeber bis in Mitternacht in meine Privatsphäre ein oder nicht? Das heißt, was jetzt passiert, und das sind ein paar so Blicke nach vorne, also diese Modetrends mit Großraum, Nicht-Großraum, das ist wie so, kann man sich ganz gut anschauen. Eine Diskussion, die darauf entstehen wird, ist, was ist wirksam, was ist nicht wirksam. Um das geht es zum Schluss. Mindset ist ein riesiges Thema. Das heißt, wie komme ich in einer immer beschleunigten Welt, in einer Welt, wo immer mehr ist, auch runter, und zwar auch im Büro oder dazwischen oder zu Hause. Was ist das fürs Mindset? Was ist das Durchschnaufen? Was ist in dem Sinne Entspannung fürs Hirn? Weil
wir bewegen uns in den Arbeitswelten, außer in der Industrie, immer stärker. Jetzt sind wir in der Wissensgesellschaft, wir verletzen uns den Kopf. Das heißt, Arbeitswelten haben überdurchschnittlich mehr mit Kopf zu tun. Früher hat man auf Arbeitssicherheit geschaut, jetzt muss man in dem Sinne auf Mindset-Sicherheit schauen. Das ist ein riesiges Thema, das kommen wird. Die Technologie, die Dinge ermöglicht, ist ein Riesenthema, was kein Durchbruch im Moment war bei den virtuellen Arbeitswelten. Wir zoomen zwar in 2D, wir interagieren in 2D, VR-Technologien und so weiter, wartet man immer auf den Durchbruch. Wann kommt VR, wann kommen die virtuellen Räume oder a Mixed Reality oder Augmented Reality, das heißt, wir sitzen und wir schalten da jetzt noch einen dritten Gast virtuell da herein oder so etwas. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das ein Schritt ist, auch wenn er in der Pandemie noch nicht sichtbar worden ist, weil er nämlich dematerialisiert. Das heißt, die Arbeitswelten der Zukunft werden digitaler sein, sie werden viel mehr auf Mindset gehen, sie werden uns helfen, unseren Kopf nicht zu verletzen, sie werden hybride Formen zwischen wo auch immer und Office haben, wo wir als Menschen interagieren und was provozieren gegenseitig, das halt im Digitalen nicht möglich ist. Und es wird eine virtuellere Komponente dazukommen. Und zwar aus einem relativ einfachen Grund, wenn ich jetzt mein Office da anschaue und die ganzen Geräte, die da herinnen sind. Ich kann in Mixed Realities und ich kann in Virtual Realities ein dematerialisiertes Büro quasi erzeugen. Das heißt, ich kann sehr einfach, wenn ich jetzt eine Datenbrille auf hätte, die zum Beispiel den Tisch, also eine Mixed Reality provoziert, da eine Tastatur her projizieren. Die Tastatur kostet 0 Euro. Das heißt, das ist nur eine Vorstellung in meiner Datenbrille von einer Tastatur und weil der Sensor das erkennt, kann ich auf der schreiben. Und das kann ich mit fast allen Arbeitsgeräten machen. Das heißt, das, was wir als Science Fiction kennen, da wird was in den Raum projiziert und da wischen wir mal wie Tom Cruise in Minority Report oder so etwas. Das wird eine Geschichte im Office werden, weil sie nämlich mit Preisen in unvorstellbar leistbare Dinge hineingehen wird. Du triffst in einem virtuellen Office, das de facto virtuell ist. Das heißt, die Möbel, die da drinnen sind, kosten 0 Euro. Vielleicht kosten sie ein bisschen was, weil sie virtuell sind. Und da wird schon ein Händler geben, der dir virtuelle Möbel verkauft und die Environments da drinnen. Aber das wird der Schritt sein, der kommt. Ja. Und wir werden uns die Frage stellen, und die Krise war intensiv genug, dass wir fragen werden, was ist mit Distanzen? Wo fliege ich hin? Wo fahre ich hin? Welche Workshops, zum Beispiel jetzt aus meiner beratenden Perspektive, die mache ich noch intensiver zwischenmenschlich real. Lege noch viel mehr Augenmerk auf solche Orte, wo die Menschen zusammenkommen und gemeinsam was entstehen lassen. Und welche Situationen und welche Termine und welche Workshops bleiben in 2D oder in 3D oder in einer Mixed Reality? Und die ersparen wir den Weg dahin, ersparen wir die CO2-Bilanzen auf dem Weg dahin, ich save mir in dem Sinne Lebenszeit, nicht 3 Stunden im Auto zu sitzen, am Flughafen oder sonst irgendwo zu sein. Du hast jetzt zwei spannende Themen noch angesprochen, auch dieses ganze Thema Mental Health etc. Und wenn ich jetzt zu Hause arbeite, früher hat es immer so einen Spruch gegeben, der hat geheißen Work-Life-Balance. Ich habe immer gesagt, schon seit Jahren, es ist keine Balance, das ist eine Work-Life-Integration. Ja. Wenn gehört beides zusammen, das hat jetzt glaube ich auch die Pandemie und das ganze Homeoffice, Remote-Work sichtbar gemacht. Und da kommen für mich, auch weil ich mich sehr damit beschäftige, 3 Begriffe, die glaube ich jetzt mittlerweile auch vogue sind, sehr präsent. Glaube ich, in die Gegenwart von vielen Menschen. Und da interessiert mich, Markus, wie siehst du da eigentlich den Zukunftstrend? Das eine ist Resilienz. Es wurde ja oftmals so nebenherzig nebenbei betrachtet, aber ich glaube, die Auswirkung, was ist wirklich Resilienz oder Resilienz, warum ist die so wichtig, sieht man erst jetzt. Mhm. Auch wie schaffe ich mehr Erholungsräume etc. wieder in diesen hybriden Welten immer wichtiger, dass die Zeit, die ich für Erholung habe, wirklich erholsam ist am Organismus. Das Thema Stressmanagement natürlich in dem ganzen Umgang mit dem ganzen digitalen Thema und auch das ganze Thema Self-Management, weil viele haben oft einmal auch bei mir gefragt, ja, du machst du Zeitmanagement, sage ich, du, wir können es machen, aber das ist der Workshop oder die Beratung mit dem falschen Titel, weil es geht immer um Self-Management. Und da interessiert mich zu diesen 3 Begriffen, wo siehst du da den Trend, wo siehst du die Zukunft mit Disruption, mit deinen Wahrnehmungen, weil ich glaube, das ist ganz eng vernetzt, diese Themen. Es ist eng vernetzt, weil es natürlich die Grenzen auch von Dingen aufzeigt. Ich nehme jetzt einmal, jetzt springe ich noch einmal ins Valley, um dann zurückzukommen auf diese Begriffe und auf das Management von dir selber. Es geht zum Schluss um die Energie, die du hast. Das heißt, wir setzen als Menschen Energie ein und wir sind energieoptimierte Wesen. Das heißt, wir haben einen Energiehaushalt und mit dem müssen wir irgendwie haushalten.
Das heißt, ein Durchbruch, der 3 Sekunden dauert, braucht trotzdem Energie, oder eine schwere körperliche Arbeit, wo ich was mache, die braucht auch entsprechende Energie. Das heißt, zum Schluss ist es eine Energiegeschichte, wie ich meinen Energiehaushalt quasi unter Kontrolle habe. Wenn ich jetzt ins Valley gehe, dann stellen sich die, jetzt muss man sich vorstellen, hypertrophe Vorstellungen der Welt. Vorstellungen, wie es in 10, 20, 30 Jahren sein wird. Unendliches Leben, also solche Fragestellungen. Technologien, die immer schneller und immer mehr leisten können in immer kürzerer Zeit. Das heißt, eine unglaubliche Beschleunigung. Wo bleibt der Mensch auf dem Weg? Das führt dazu, dass im Valley natürlich am Menschen selber also eine Art Optimierungsdiskussion losgeht. Da geht es um Peak Performance, das war früher Thema im Spitzensport, das ist mittendrin, da geht es um Flow Experiences, da geht's, weil der Flow ein Zustand ist, der 5-mal schneller ist als wie normales Arbeiten. Das heißt, wenn die Maschine schon 5 oder 10 times faster ist, wie kann das der Mensch, indem er öfter im Flow-Zuständen ist? Und da fängt eine Diskussion an, die im Grunde genommen probiert, mit Energien anders umzugehen, die viele Dinge aus dem Spitzensport rausholt, die viele Dinge aus der Meditation holt, die Flow Experiences macht, die den Maslow wieder rausholt. Das heißt, die Bedürfnispyramide von Maslow, aber nicht die, die das Marketing verkommen hat lassen, sondern wo es quasi um die höchsten Punkte geht, die du erreichen kannst, um permanente Zustände, um was zu sehen, um große Blicke auf die Welt zu kriegen. Und das Spannende ist, alles ist im Kopf und an der Energie. Wenn wir dann über Work-Life und Life-Life und ähnliche Balances diskutieren, das eine ist einmal, manchmal geht die Diskussion am Kern vorbei, weil wir nur darüber diskutieren, ob das getrennt ist oder nicht. Ich finde die Diskussion deswegen wichtig, weil sie uns trotzdem wieder aufs Menschliche zurückführt, nämlich wie kann ich meiner Energie Herr werden und wie gehe ich mit meiner Energie um, dass ich nicht verbrenne, weil die Chance, dass ich verbrenne, ist enorm. Auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die tun einfach, nehmen wir mal einen Künstler oder einen Musiker, ich meine, da gibt es keine Work-Life-Balance in dem. Da gibt es eine Experience, eine Fulltime-Experience, wo der drinnen ist. Der muss schon aufpassen, dass er nicht verbrennt. Der muss aufpassen, dass er nicht in dem sich völlig auflöst. Aber sag einmal ein Uniprofessor um Mitternacht, wenn er knapp vor dem Durchbruch ist, bitte stoppen. Und diese Diskussionen, die kommen auf einmal in das gesamte Feld hinein. Und wie gehe ich da mit Energie um? Wie bleibe ich auf der Experience? Und jetzt kommt halt diese Diskussion mit Unternehmen, die sehr viel Geld ausgeben, in Mind Training Center hinein, in Environments, die Flow triggern, in Arbeitsumgebungen, die das eher imstande sind hervorzubringen, in Mindfulness, in Meditationspraktiken, die aber dazu dienen, deinen Geist ruhig zu bringen oder abzustören, ruhig zu machen, damit du eine Ruhe hast, um was zu finden, um eine Idee zu kriegen. Das heißt, es ist nicht in dem Sinne jetzt, mal, da entspanne ich jetzt einmal, weil das ist so lässig und da muss ich jetzt einmal oder so. Man verwendet das, um auf was draufzukommen, was ich sonst nicht entdecken würde, was ich sonst nicht sehen würde. Also Wesentliches von Unwesentlichen zu trennen. Zu trennen, Lösungen zu kriegen, natürlich auch meinen Körper in dem Sinne zu schonen, auch mit meinen eigenen, in dem Sinne, Biomarkern umzugehen, zu schauen, dass am Abend, und das ist komisch, es sind oft nur ein paar Dinge, die so viel ausgeben. Acht auf der Gesundheit, mache gewisse Formen von Sport und das regelmäßig, acht auf der Ernährung in dem Sinne. Und einer der größten Work-Life-Balance-Trigger schlechthin ist Schlaf. Gesunder Schlaf und davon ausreichend. Also der Mensch hat so unterschiedliche Schlafverhalten, irgendwo zwischen 7 bis 8 Stunden, da pendelt man ein, kann man mit kleinen Ausnahmen, wenn der körperliche Biochemie hart an wo auch immer, also an der Borderline oder an sonstigen irgendwo hin und her triggert oder so, brauchst weniger. Und man hat immer so Beispiele, wenn der Mask wenig schlaft oder so. Ja, aber für die meisten Menschen, also für 85% oder mehr wahrscheinlich, für 95% der Menschen, ist der beste Weg, um das Energielevel hochzuhalten, einfach 7 bis 8 Stunden Schlaf. Und vergesst irgendwelche Ratgeber mit 5 Stunden, die in der Früh aufstehen, wenn der Biochemie das nicht hergibt, und das haben 5% der Menschen, vergesst das. Das heißt, viele der Dinge, wo man dann probiert und so tut oder so, einfach schlafen. Das heißt, die Investition in Schlafzimmer, die Investition in Ruhe, die Investition in übrigens grelles Licht oder so etwas am Abend, das Abschalten von den Geräten und 7,5 Stunden gesunden Schlaf.
manchmal vielleicht auch so getriggert, dass man sich auf das bewusster vorbereitet. Gibt dir am nächsten Tag ein Energielevel, das ist unglaublich. So viel hat zur Work-Life-Balance. Das ist auch die beste Burnout-Prävention. Das ist unglaublich mit noch ein paar anderen Dingen. Und jetzt ist es für mich ganz spannend, weil wir jetzt so Richtung Ende von unserem Tag sitzen und du hast im Prinzip mein Base-Konzept erklärt. Was ich weil jetzt so nicht wusste, aber genial. Ja. Weil hinter Base, wir sitzen ja hier bei Base Talks, ja. Und Base steht ja im ersten Schritt für Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf und Ernährung und im zweiten Schritt für Bewusstsein, Authentizität, Sinnhaftigkeit und Erfüllung. Und mein Firmennamen ist ja Personal Base, weil ich sage, das Personal ist die Basis des Unternehmens und es geht immer auf eine persönliche, individuelle Basis-Base. Ne? Wenn du das im Griff hast, diese Basics. Und das Verblüffende ist, es ist oft so offensichtlich, man tut es noch nicht. Genau. Weil der Knackpunkt, und das unterscheidet jetzt die wirklich innovativen Unternehmen von den weniger innovativen. Die wirklich innovativen haben erkannt, dass viele dieser Faktoren ausschlaggebend sind. Sie bauen Architekturen, die das ermöglichen. Sie geben Unterstützung, die das ermöglichen. Sie geben ihren Mitarbeitern Freiräume, Autonomie, diese berühmten 20% bei Google oder bei Patagonia surfen zu gehen oder bei 3M 10% der Zeit für die Server zu verwenden. Weil es enorm motivierend ist, das zu tun, weil es auf diese Punkte hingeht. Sie motivieren ihre Mitarbeiter, den Schlaf zu finden und die Ernährung auf das drauf zu schauen. Es gibt dort so verrückt, das ist Yoga-Klassen oder Meditationsklassen, und zwar nicht nur deswegen, weil Yoga oder so etwas so cool ist oder man das machen muss und so zeitgeistig ist, aus einem einfachen Grund, weil man gegen Burnout mit dem vorgeht, weil man in irgendeiner Art und Weise gesünder aus dem rauskommt, wenn man schon in dem drinnen ist, weil die Einstellung zu etwas die Welt komplett verändern kann. Du kannst so auf was drauf schauen auf der Arbeit und du kannst so drauf schauen. Klar, wir haben in gewisser Weise oft eine Luxusdiskussion. Es kann sich nicht jeder das aussuchen. Das muss man auch mitnehmen. Wir sind beide Unternehmer und Unternehmer nach einem ganz anderen, in dem Sinne Energiehaushalt und haben was vor in dem drinnen. Müssen aufpassen, dass sie nicht verbrennen oder so. Aber ich habe ja einen sehr euphorischen Zugang und wenn das das Base-Konzept ist oder so etwas, desto mehr Unternehmen ein paar von den Dingen integrieren und das zu einem System machen und das ist beim Self-Management dasselbe. Was glaubst du, was ich Ratgeber gewesen habe, was ich nicht irgendwelche TED-Talks gesehen habe und ich habe mir das im Nachhinein immer so ein paar Notizen gemacht und ab morgen wird sich die Welt verändern und ich mir auch. Morgen, ja morgen. Du machst es nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo du für dich ein leichtes System integrierst und wenn das nur 5-6 Punkte sind und du machst Schritt für Schritt und du wiederholst das Tag für Tag, dann wird es irgendwann einmal ein Habit. Es wird irgendwann einmal ein Verhalten von dir. Und plötzlich merkst du, wie dein Leben anders wird. Und du merkst auf einmal, wie der Luft der andere wird. Du merkst auf einmal, wie der Biochemie dich öfter lachen lässt. Wie du plötzlich durch allein die paar Dinge auf Ideen kommst, die du vorher nicht gehabt hast. Wie du Dinge erkennst. Wie sich der Beziehung auch anfängt zu verändern. Wie du Wertigkeiten kriegst. Ich war ja jemand, so zum Abschluss hin, ich habe in meinen ersten unternehmerischen Jahren immer geglaubt, am Wochenende, am Sonntag, 4 Stunden können die Unternehmen. Das ist Bullshit. Das ist purer Bullshit. Die 4 Stunden hast du die ganze Woche durch. Die habe ich immer rausgeschoben. Du hast was anderes gemacht oder was Sinnloses gemacht oder durch Wiederholungen Zeit vergeudet. Wie ich gemerkt habe, wie wichtig die Energie ist, wie wichtig das Soziale ist mit deinem Umfeld, mit deiner Freundin, mit deiner Familie, mit all dem Feld, dann kommst du drauf, wie heilig das Wochenende ist. Und jetzt bin ich auf Work-Life-Balance. Selbst als Unternehmer musst du deine Wochenenden frei halten, außer es brennt. Du hast deine Rettungseinsätze, die sind da. Manchmal hast du eine Stunde oder zwei, die musst du abzwacken. Aber wenn du es nicht schaffst, die unter der Woche unterzubringen, die Stunden hast, und jetzt komme ich wieder auf diesen Flow und auf diese paar Basics, also zurück, wenn du ausgeschlafen bist, wenn du im Grunde genommen weißt, wie du in die Flohträger reinkommst, wenn du merkst, wie leistungsfähig du dort bist, wie ein täglicher Unterschied ist, wenn du in der Früh laufen warst oder nicht, wenn du ein bisschen meditiert hast oder nicht und wie leistungsfähig du in einer halben Stunde bist oder wie unleistungsfähig du in 4 Stunden bist, wo du nichts zusammenbringst, dann ist das Wochenende heilig und ist wieder bei dir in dem Sinne, was ich gelernt habe aus dem Ganzen, für meine Work-Life-Balance, dass Wochenenden heilig sind, dass es oft kleine Dinge sind, die man zuerst zu einem Ritual oder zu vielen Schritten macht, damit es dann im Grunde genommen auch verhalten wird, dass sich verändert und dass es oft 5, 6, 7 Dinge sind, die dein Leben verändern, die dir aber die Energie geben, größere Schritte zu gehen, als wie du jemals geglaubt hast, gehen zu können. Das ist es.
unglaublich inspirierend mit dir. Da, wir könnten nur stundenlang reden, Markus. Es ist echt unglaublich und ich merke ja, der Feuer in deinen Augen, es ist genial. Also ich glaube, weiß ich nicht, was wir nur an Themen gerade anreißen könnten. Es ist einfach der Wahnsinn. Das, was ich nur mitnehme, und ich glaube, das ist auch das, was ich vielen meiner Kunden und in meine Beratungen mache und vielleicht was Zuseher und Zuhörer einfach mitnehmen können, ist ja einfach das Thema, es geht oft um, so wie du sagst, diese kleinen Dinge und die aber umzusetzen, weil die kleinen Dinge machen dann die größte Veränderung, wenn sie zu Habits, zu Gewohnheiten werden. Und das ist natürlich das, um was es geht. Viele erwarten immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich immer so die große Antwort oder was auch immer. Das gibt es. Das sind die kleinen Dinge, die regelmäßig umsetzt mit Kontinuität und das führt halt zum Erfolg. Es gibt, wir werden oft gefragt, was ist der Trick, um disruptiv zu sein? Den einen Trick gibt es nicht. Diese eine Regel von heute auf morgen, die ist nicht. Es ist zum Schluss eine harte Arbeit, klarerweise. Im Sport würde man nie sagen, von heute auf morgen fährt der Hermann Mayer so. Da weiß man, dass er hart trainiert hat dahin. Und wir Menschen haben eine Herausforderung. Wir unterschätzen, dass wir was leisten müssen, damit es einen Effekt gibt. Und das, was tun und der Effekt sind zeitlich voneinander getrennt. Aber wenn man weiß, dass man viele Dinge macht und die werden einen Effekt zeigen, aber halt zeitversetzt. Und wenn man das einmal im Kopf hat, das ist wie beim Fitnesscenter. Ja, du musst diese Monate durchbeißen. Das ist wie beim Abnehmen auch. Du musst diese Monate durchgehen und dann ist der Effekt da. Wenn du glaubst, es ist nach einer Woche da, das geht nicht. Und jeder gute Trainer wird zu dir sagen, weiter. Durch, kleinere Schritte, aber die Summe der kleinen Schritte zeigen einen großen Effekt. Und das ist es. Übrigens bei Disruption auch. Und das ist das, ich würde sagen, den Talk da jetzt zum Ende, fällt mir ein spontanes Wort ein, was wir in Salzburg nämlich sagen, von nichts kommt nichts. Und ich glaube, um das geht's. Ich muss einfach sehen wie ein Bauer und zeitversetzt kann ich dann wirklich die Erfolge ernten und die sind dann auch nachhaltig und langfristig, wenn ich die da richtig verstanden habe. Und so ist es. Von nichts kommt nichts und das Geile in uns Menschen ist, wir tun gern was. Genau. Wir verändern die Welt, es gibt so viele Herausforderungen. Wovon nichts tun, wird schlimmer, vom Tun entsteht was. Und wir sehen übrigens heute die Samen für die nächsten Generationen, das müssen wir auch mitdenken. Nichts ist geschenkt auf der Welt und uns ist es nicht geschenkt worden, sondern muss dann an die Nächsten denken. In dem Sinne ist das ein geniales Bild. Wir sehen jetzt mit dem, was wir tun, von nichts kommt nichts, die Samen für alles das, was die nächsten Generationen haben werden. Und ich glaube, das ist das schönste Bild, mit dem wir den Talk jetzt beschließen können. Es ist unglaublich spannend. Ich glaube, wir müssen sonst zu einem späteren Zeitpunkt weiterreden, Markus, weil sonst kommen wir weiter und die Zuhörer und Zuhörer denken sie, die hören überhaupt nicht mehr auf ins Reden, weil es einfach so viele aufhören. Geile Themen sind. Ich würde sagen, ich sage von meiner Seite einmal ganz herzlich danke, dass ich da bei dir heute im Büro sein habe können, dass du dir die Zeit genommen hast und die Einblicke da in zum Teil deine Arbeitswelt, deine Erfahrungen, all das, was du so die letzten Jahre erlebt hast und jetzt gerade erlebst, da mit uns geteilt hast, waren super, super viele spannende Momente dabei, wo, glaube ich, jeder sich was rauspicken kann und was mitnehmen kann, so take home. Und da von mir ganz herzlich danke, Markus. Super genial. Es hat mir enorme Freude gemacht an alle. Es ist genial, für die letzten Minuten, halben Stunden und so weiter mit euch das gemacht zu haben. Und genial, dass du mich eingeladen hast. Es war wirklich für mich bereichernd, das ist genial und wir müssen jetzt einen Stopp machen und einfach in einen Break gehen, weil sonst hören wir wahrscheinlich nicht mehr auf. Also liebe Zuseher und Zuhörerinnen, das war der Base Talk mit Markus Petzl hier in Wien. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann abonniert gerne mal die Kanäle. Es gibt es auch in den Mediatheken von FS1 und Radiofabrik nachzusehen, natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal und im Podcast. Und ja, wenn ihr mehr solche Talks sehen und hören wollt, dann gerne mal einen Daumen nach oben oder abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, Gerhard. Tschüss.